Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir heute an diesem, hoffe ich, für, zumindest für dich, wundervollen Tag. Natürlich wünsche ich mir es auch für mich, aber ja. So, heute möchte ich mit dir über ein Thema reden, und zwar darüber, wie oft du dir eine Geschichte erzählst, warum du etwas, das du gerade wirklich gerne tun wollen würdest, nicht machst und wie du das vielleicht auch für dich verändern könntest, damit du einfach mal anfängst, dein Leben zu leben. Wie oft hast du schon zu dir gesagt, das geht jetzt nicht? Das kann ich jetzt nicht machen. Oh, ich würde es so gerne, aber ich würde das jetzt so gerne tun, aber Beate, ich würde so gerne deine Tierkommunikationsausbildung machen, aber ich bin so beschäftigt, ich habe kein Geld, ich kann mir das gerade nicht leisten oder ich habe so viel Stress in der Arbeit, meine Familie, die Kinder, die Tiere und so weiter und so fort. Ich würde so gerne, aber wie oft hast du dir schon die Geschichte erzählt, oh, ich würde so gerne in Urlaub fahren, aber ich kann ja das nicht und ich kann dieses nicht, kann meinen Hund nicht zu Hause lassen, kann meine Tiere nicht zu Hause lassen. Und was, wenn all das nur Geschichten sind, Lügen, die du abkaufst über dich, die dir vielleicht auch andere eingepflanzt haben und ja, die aber nicht das bringen von dem, was du wirklich willst. Ich habe früher ganz oft Dinge auf später verschoben. Ich habe oft gedacht, ja, jetzt geht das nicht. Eben auch aus besagten Gründen, die ich vorher schon benannt habe. Ja, also es ist ja nicht so, dass das bei mir nie so gewesen ist. Also ich weiß ja, dass das ein automatisches Konstrukt ist, das in uns drinnen anfängt zu wirken. Und es gab aber immer Dinge in meinem Leben, komischerweise, da war das nicht so gewesen. Da habe ich alles möglich gemacht und zwar sofort, wenn sie mich gezogen hat. Und wenn ich die Entscheidung sofort getroffen habe, war das immer cool, auch wenn hinterher natürlich mein Teufelchen gekommen ist und gesagt hat, willst du das jetzt wirklich machen? Soll das jetzt echt so sein? Ah, geht das jetzt echt? Oder. Meistens konnte ich das nicht mehr rückgängig machen und dann war es gut so, wie es eben gewesen ist. Ich habe aber oft gemerkt, wenn ich zu lange darüber nachdenke, ja, da bin ich, da weiß ich, ich muss das jetzt machen und ich bin schon fast zu weit, es zu tun. Und im selben Moment, wenn ich es nicht gleich tue, kommt eben dann das Teufelchen und versucht mir die Geschichte auszureden. Ah, das brauchst du doch jetzt nicht. Willst du das jetzt wirklich machen? Du hast so viel Geld. Ah, das könntest du vielleicht auch später für was anderes brauchen. Und was ist, wenn das genau die Dinge sind, die dich in deinem Leben davon abhalten, all das erschaffen zu können, was du gerne hättest? All diese Gedanken, weil du nicht in der Erlaubnis bist, auch alles zu empfangen. Seit ich aufgehört habe, so zu denken und wirklich den Impulsen zu folgen und auch dem, wo es mich etwas hinzieht, egal, also ich denke mir dann immer, okay, was weiß ich denn schon darüber? Und alles, was ich denke zu wissen, was richtig ist, das schicke ich sofort wieder weg, denn es gibt kein richtig und kein falsch. Es spielt einfach keine Rolle, sondern es geht darum, dass wir in die Erlaubnis gehen, auch Dinge uns zu ermöglichen. Und jetzt ist es tatsächlich erst mal so passiert, dass ich erst jetzt vor kurzem eine Message bekommen habe, Beate, ich habe mich angemeldet zu deiner Ausbildung, ich habe mir das jetzt erlaubt, auch wenn ich Schnappatmung habe. Ja? Und ich bin der Ansicht, dass das tatsächlich auch belohnt wird. Und in meiner Realität ist es so, dass sich das im Nachgang immer ausgezahlt hat. Und dass ich sogar ganz oft, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, ja,
Gerade wenn es mit Geld zu tun hatte, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und ich habe gesagt, okay, das mache ich, mich zieht es dahin, ich will das unbedingt haben und mich dazu entschieden habe, dann kam postwendend irgendwie wieder eine Information, dass ich von irgendwoher Geld kriege. Also das heißt, das war für mich immer die Bestätigung, dass es einfach diesen ersten Schritt auch braucht, um tatsächlich eine Veränderung zu sein. Und ich möchte dich heute einfach mal dazu anregen, darüber nachzudenken, wobei so viel nachdenken solltest du gar nicht, sondern einfach mal zu gucken, wo du dir immer wieder Ausreden erzählst und Geschichten einfallen lässt, wenn du sagst, ich möchte gerne, aber. Und dieses Aber ersetzt doch mal, ich möchte gerne und ich mache es mir möglich. Ja? Wie auch immer diese Möglichkeit ausschaut. Denn auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, ich würde so gerne morgen einen Ausflug machen, aber das geht nicht, weil ich muss hier arbeiten. Naja, was wäre, wenn du denn einen Urlaubstag für dich wählst? Ja? Das geht hier um Erlaubnis. Und manchmal darf man auch spontan sein. Ja, da muss nicht immer alles Monate im Voraus geplant sein. Wir sind allerdings so erzogen worden, dass wir eben manche Dinge nicht dürfen, dass sich das nicht gehört. Und wir kaufen diese Lügen und diese Konstrukte ab. Und das ist tatsächlich etwas, was dich in einer kleinen, begrenzten Welt gefangen hält. Und ja, was wäre jetzt heute für dich möglich, wenn du eine ganz neue Wahl für dich triffst, nämlich die, wo du sagst, okay, das zieht mich so und ich würde so gerne und du merkst jetzt, dass das Aber schon wieder kommt und dir stattdessen sagst, okay, und ich mache das jetzt für mich möglich. Und dann guck mal, welche Energie da in dir entsteht, ob da Vibration kommt, ob da Aufregung kommt, ob da vielleicht auch ein Stück weit Schnappatmung in dir kommt. Heißt es willkommen, denn das ist genau die Energie, die du brauchst, damit du mehr von dem kriegst, was du dir wünschst in deinem Leben. So, und jetzt sage ich wie immer, Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern.